Hallo, hier bin ich wieder, der Klaus Müller vom Waldmieler Heimatverein. Flott, jet neller Plot. Erfrischend grob und doch so zärtlich. Eben wie der Waldmieler so ist. Ich stehe hier bei mir im Garten vor diesem herrlichen Rosenstrauch. Ich dachte, den solltet ihr auch mal sehen. Wo ich gleich sitzen werde, habe ich die meisten meiner Neller Plot-Geschichten geschrieben. In der Geschichte, die ich gleich vorlese, da geht es sich etwas um Corona, lässt sich ja nicht vermeiden, und um den Urlaub, der jetzt bevorsteht. Natürlich mit dem berühmten Neller Humor. Es wird euch gefallen und helfen werde ich auch wieder dabei. Wenn ihr redet, dann lustert man uns. Wenn ihr jetzt Zwitschau hört, das sind die Möschkes, die hier rumflöten. Und wenn hier Drummele ist, das ist davon, dass sie die Wöte Herpesfabrik an Haftbreike sind. So, jetzt fange ich ja wieder an. Für euer Weg höre ich morgens früh eine große Spektakeldose bestreut. Ich doch, was ist das denn? Ich bin ja so nix neugierig, drum lure dich jetzt stick um durch die Jardine. Und was sorg ich da? Die Nobbere von Tänge über, wo wir auch Auto an der Plane. Vorige Woche früh, da war furchtbar Krach auf der Straße. Und dann habe ich mal durch die Jardinen gelauert und was habe ich da gesehen? Hat unser Nachbarn das Auto an der Plane war. Ich red direkt das Fenster ab und red, zeig hier uns, was hier wird. Hol der Ut, Drecke? Nee, seid mir ne Nobber, Willi. Nur das ganze Corona-Gedöns wird bei uns fort, hey. Wir fahren für 2 Wege an der Ostsee. Die frische Luft der Borbe, die soll es mal gut tun. Wir haben noch über Booking.com, das ist das moderne Ding, wo man drüber buchen kann, dass man noch ein Wohnes kriegt, noch ein Ferienwohnes der Borbe kriegen können. Also die beiden, die haben noch eine Ferienwohnung kriegen können und ausziehen wollten die also auch nicht. Mit der Nobber Willi sind Frau und Astrid und dann ihre Kleinen Fabian, die waren an Schlepe und an Pöngele wieder da. Ma und ma Trautchen, die haben nämlich auch noch. Die soll dann hängen auf der Rücksicht von der blauen Dacia Stepney. Sie haben sich das beste Sommerkleid angedeutet. Das Luftige mit die bunten Blume und die Puffmalkes. Und auf ihrem Kopf, da haben sie der feine Strüheshut, den noch Udet Erf von Jörletant war. Also der Willi und die Frau Astrid und der Kleen, die waren am Schleppen wie verrückt, dass das alles in das Auto kam, nur hinten auf der Rücksitz. Da saß Oma mit dem schwarzen Kleid und wartete drauf, dass das voranging. Und was die alles an Inlane waren, selbstgemengte Erdbeermarmelade, ingemengte Jäuke, 2 selbstgebacken Micke und nicht der verjährte Wiefbong von uns Schwachbrot. Das hier wird ja neues Arsch. Ja, und Drehpakete feine Milde, die hat Astrid noch ja über Tollensche Holt haben. Und für der Willi noch ein Käse Bolten alt und für Oma ein Fleisch Schwandtaler. Ich klee 6 mit neu Erpet von Hilda Spur oder das Ungerohr, der wird auch nicht fehlen. Nobosch will, der muss nämlich eh mal in der Weg Erpel mit Speck zu Hause haben. Ja, und was die alles am Einladen waren, ne? Selbstgemachte Erdbeermarmelade, Jurken, Schwarzbrot und Kartoffel und alles und wollten alt und Schwalmtaler, weil man darf da oben ja nicht vergessen, dass es da nichts zu essen gibt, meinen die Rheinländer. Nun kommen die Koffer und das Auto. Und hinge, ob der Fahrraddreher, da kommen auch noch die 2 E-Bikes vor. Ob ins Reb, Willi, sind doch gerät, dass wir fahren können. Ja, Reb, Oma, hinge ut die Steppe, ihr ruht, glaub mal, Jan. Astrid, die lebt noch ins Jahr und das Haus und die Kieke, ob sie die Kaffeemaschine auch wirklich gut gemacht hat. Aber dann war es so wie, Willi, ja, Volljas, und Snobberer, die schreite laut, Tschüss. Und dann dingen mit Grotgehupe auf der Ostseeobahn. Dann haben die hinten auf der Fahrraddreher noch die E-Bags drauf getan,
und oben auf dem Dach, da kam dann auch noch was. Und dann musste Astrid nochmal ja gucken gehen in das Haus, ob auch die Kaffeemaschine wirklich aus war. Und dann auf einmal ging es dann aber wirklich los. 10 Minuten later, ich hol mir Ohren nicht drauf, da waren sie wieder durch. Was ist mit euch, sag ich? Hat er jetzt verjährt? Nee, sagt mir nur, na, Bruder Willi, nichts verjährt. Wir haben jetzt Gefühl. Wir waren gerade in der Tosser auf der Autobahn. Da hat uns die Polizei angehangen. Sie haben gesehen, dass unsere Steppe hier deploch. Wir haben fühlste Gefühl gelangen, sagt der Kerl von der Polizist. 150 Punkte, die Bürger Espress dafür. Keine Meter wir. Und eins ja nicht nach der Ostsee. Also, wir waren gerade unterwegs waren und wir waren auf der Autobahn in Tostort, da hat uns sofort die Polizei angehalten und wir sehen, dass der Steppe ein bisschen tief lag. Und dann haben die gesagt, kein Meter weiter und schon mal gar nicht zur Ostsee. Ja, und jetzt sind wir wieder hier. Und nun sind wir hier. Und sag ich, ja, ein Stickum, da fragt er mich, ob ich im Pöpelküch. Sicherlich höb ich dich. Die hört sich doch mal für eine junge Nobber. Komm, wir lernen ja jetzt gut. Nee, meinet meine liebe Nobber Willi. Kannst du die nächste 3 Wege ob Oma Trautsche aufpassen? Eventuelle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind nicht zufällig und auf jeden Fall gewollt. So. Und nun gehe ich wieder zu meinem Rosenstrauch. Und nur wie immer, ich lege dicht am Eng. Es geht sich darum, wie der Neller und Bess dort leben können. Dort das Kühme und das Klare. Jeder hat sie Päckchen und Rare. Hast du immer Reiche dorn, dann kannst du euch den Weg hören. Kick nicht reiz und kick nicht links. Ob du Meng wie Jons bitte Mönche winkst. Du kannst alles, bloß hat eh nicht messe. Und das ist die Renje Wesse. Das Wort wer. Bis das nächste hier. Lot Jon, euer Klaus. Mehr Infos unter heimatverein.de. Tschüss.